Servus Leute und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, heute mal zu etwas anderem Video, nicht im Landwirtschaftssimulator, sondern hier einmal auf meinem Desktop. Ja, einer hat sich gewünscht, wie man einen Shader installiert oder wie man jetzt zum Beispiel einen Contest Winely Valley Shader installiert. Und ja, das möchte ich heute einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Und ja, das ist ganz einfach und das möchte ich heute einfach zeigen. Als erstes braucht ihr einmal Google Chrome und da müsst ihr einmal nach ModTab gehen. Wenn ihr jetzt hier im ModTab seid, dann geht ihr einmal auf Mods und dann auf LS17. Nicht wundern, der Shader geht auch für den LS19. Und dann gebt ihr hier einfach mal Vanilla und dann Valley ein. Dann geht ihr auf Suchen, also Enter-Taste, und dann kommt hier gleich das erste, das zweite ignorieren, das erste, dann klickt ihr einfach auf mehr Info und dann seht ihr hier ein paar Bilder vom Shader, also wie das Ganze aussieht und ja, wie man das jetzt herunterladet, das ist ganz einfach, man klickt hier einfach auf Download und dann ladet man das runter. Ich habe es jetzt schon runtergeladen, darum breche ich jetzt das ab. Und ja, dann kommen wir zum nächsten. Wenn ihr jetzt diese Datei habt, also hier das Contest Winely Valley V3, in diesem Fall nutze ich jetzt 7-Zip. Das 7-Zip kann ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, dann macht ihr einfach einen Rechtsklick drauf, dann klickt ihr auf 7-Zip. Das geht auch anders, aber wie gesagt, ich nutze jetzt 7-Zip. Dann klickt ihr auf Extract Files, okay. Jetzt ladet das ein bisschen, bis halt das ganze Zeug hier alles geladen hat. So, dann hat man hier die fertige Datei, wo das Ganze extrahiert wurde. Und dann klickt ihr hier mal drauf. Dann haben wir jetzt hier auf nochmal einen zweiten Bildschirm. Und dann braucht ihr hier jetzt den Optional Shader for LS17. Und das machen wir noch klein. Und dann ziehen wir das auch noch raus. So, dann habt ihr das und dann geht ihr in das Ganze und alles, was hier drinnen ist, müsst ihr jetzt einmal markieren, kopieren und dann gebt man einmal in den X64-Ordner. Das findet ihr unter dieser PC, lokaler Datenträger, Programme X86, Farmingsimulator 19 und dann hat X64. Und dort findet ihr das Ganze dann. Da ist halt nur ein bisschen was weniger als wie bei mir. Und dann klickt ihr hier einfach auf Einfügen. Ich habe das jetzt schon das ganze Zeug gemacht. Und hier klickt ihr, wie gesagt, einfach auf Einfügen. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr noch einmal auf die OpenGL 32. Das öffnet ihr am besten mit Notepad++. Notepad++ habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt. Und ja, dann öffnet ihr das Ganze mal und dann steht hier Key-Menü und hier müsst ihr, also hier steht das anders, hier steht 0,00, sowas und hier müsst ihr einfach diese Zahl hier übernehmen, also 113,0,1 und weil das nach einem Menü, wenn du das Spiel startest, dann kommt oben so ein Strich oder sowas, da kann man halt sein Menü öffnen und alles mögliche und ja, wie gesagt, einfach diese Zahl übernehmen. Und ja, dann einfach wieder schließen. Und ja, dann könnt ihr jetzt einmal, also dann habt ihr eigentlich jetzt schon den Shader. Dann können wir jetzt einmal ins Spiel gehen. Und dann, wie gesagt, das ist das Key-Menü. Da geht es halt Reshader 3.0.7.181 bei Cross bla bla bla. Und Visited, Updates und alles Klump. Und ja, da hier steht zum Beispiel Loading, 8 Effects Streaming und hier kann man zum Beispiel Press zwei Dings, also halt die Gänsefüßchen sozusagen. Und ja, ich bin heute noch nicht drauf gekommen, wie man das öffnet, aber normal braucht man es eigentlich nicht. Und dann sieht man hier auch schon, dann sieht man hier auch schon, dass ein bisschen ein Unterschied war. Mit Rollen könnt ihr das Ganze wieder wegmachen, das seht ihr hier jetzt, es ist ein Unterschied auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt in eine Karriere gehen, keine Ahnung, einmal irgendwo rein, zum Beispiel in unsere Karriere, wo wir jetzt das Projekt haben, hier in der Ellerbach,
dann dauert das jetzt die ganze Zeit ein bisschen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir im Spielstand sind. So, ja, im Spiel angekommen, sehen wir auch, hat sich einiges verändert. Wenn wir hier zwar mal Rollen klicken, dann sieht man alles, ist einfach ein mehr Licht, es ist einfach schärfer und ja, es ist einfach schön. Man muss auf jeden Fall aufpassen wegen den FPS. Das kann auf jeden Fall manchmal ein bisschen brenzlig werden. Zum Beispiel habe ich jetzt 50 FPS und manchmal habe ich auch 40. Und wenn man jetzt auf Rollen klickt, dann hat man auf jeden Fall 60. Und das ist immer so, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier mal, keine Ahnung, ins Auto gehen, haben wir jetzt zum Beispiel 40 FPS. Ohne dem Shader hätten wir jetzt zum Beispiel 50 FPS. Und mal aufpassen, dass man nicht so ein Problem hat mit dem. Und ja, zum Beispiel kann man jetzt auch, wenn man jetzt hier mal hergeht, kann man zum Beispiel jetzt mit dem, beim Numpert, gibt es. Bei 9 und 3 gibt es Bild hoch und Bild runter. Und da kann man jetzt zum Beispiel mit Bild hoch kann man oben fokussieren. Und mit Bild runter kann man unten fokussieren. Sieht man jetzt nicht. Aber zum Beispiel, wenn man es so macht, dann kann man sehen, unten fokussieren, oben fokussieren. Das sieht man jetzt im Hintergrund, dass es unscharf ist. Und so kann man halt wunderbare Bilder machen. Zum Beispiel jetzt hier vom Avant. Wenn wir hier mal hergehen, dann können wir hier her und dann fokussieren. Und zum Beispiel unten noch ein bisschen unscharf machen. Und dann mache ich das einfach ein schönes Bild, wenn es hinten ein bisschen unscharf ist. Dann, ja, ist einfach ein schöner Shader und lohnt sich auf jeden Fall zum Runterladen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Was ich euch jetzt noch sagen kann, was jetzt noch ein wichtiger Punkt ist, dass da also am besten alles passt beim Shader. Aber noch kurz vergessen. Ist ja, wenn ich hier, muss ich noch in Optionen gehen und dann auf Einstellungen und erweiterte Grafikeinstellungen und dann müsst ihr die Kantenglättung auf Ausstellen, weil sonst sieht das einfach nicht ganz so schön aus mit dem Shader und ja, am besten das hier, was ich hier eingestellt habe, also die Hardware auf sehr hoch, die Kantenglättung wie gesagt aus, Schattenqualität sehr hoch. Lichtqualität sehr hoch, Objektsichtweite ungefähr 150%, habe ich ein bisschen runtergetan, weil braucht es nicht. Terrain-Loop-Sichtweite 200%, maximale Anzahl Spiegel, am besten 7%, Texturfilterung, Aniso 8x, am besten ist 16x, aber da mein PC jetzt nicht der allerbeste ist, habe ich lieber ein bisschen runtergestellt. Und wenn euer PC auch nicht so gut ist, dann lieber ein bisschen runter. Weil sonst kann das sein, dass das ganze Spiel einmal so buggt und das ist halt furchtbar. Die Schattenfilterung auf hoch, ja, das Einzige. Terrainqualität auch hoch. Pflanzensichtweite könnte man auf 200% stellen, habe ich jetzt aber auch ein bisschen niedriger getan. Volumen, Mesh, Tessellation kann man auch auf 200% stellen, wenn man eh, wie gesagt, ein besserer Computer hat. Da habe ich alles ein bisschen runtergestellt. Realistische und Dummleuchte kann man anmachen, wenn man will. Textur, Auflösung hoch, maximale Schattenlichter 8 und Shaderqualität sehr hoch. LUT-Sichtweite 130, könnte man 150 nähen, wie gesagt, bla bla bla. Und maximale Reifenspuren 400%. So sieht auf jeden Fall euer Shader oder im Spiel sieht das auf jeden Fall nahezu sehr gut aus, wenn ihr das so einstellt. Und ja. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und Abo da. Würde mich natürlich sehr freuen. Unterstützen. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen und hoffe, dass ihr weitergekommen seid. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao!